Hi, OKLab steht für Laboratorium für Architektur und Design und wir entwickeln innovative Möbel für den privaten und gewerblichen Bereich. Die Startphase fing mit dem konkreten Projekt an. Die Uni des Saarlandes ist auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir denn nicht gerne den Unishop ausstatten möchten. Ob wir da nicht mal ein Regalsystem entwerfen können. Und ja, das haben wir dann gemacht, haben da unsere Ideen präsentiert, konnten die Auftraggeber überzeugen, haben den Auftrag bekommen und haben bemerkt, dass es sehr problematisch ist mit solchen komplexen Formen. Ihr kennt ja wahrscheinlich den Unishop, frei geformtes Regal, dass es schwierig ist, solche Formen umzusetzen, aber auch, dass die Form begeistert haben. Und dann haben wir gedacht, Mensch, daraus müssen wir doch ein Unternehmen machen, eine Geschäftsidee. Und dann haben wir uns zusammengehockt und haben uns Gedanken gemacht, wie können wir das Ganze auf die Straße bringen. Von Beginn an eine Kooperation mit dem Starterzentrum. Wir hatten bereits Kontakt zum Starterzentrum und das war auch unsere erste Anlaufstelle. Und insbesondere für Studenten oder Absolventen ist es eben die beste Möglichkeit, sich mit Dritten auch über die Ideen auszutauschen, die Fördermöglichkeiten auszuloten und eben die ganze Infrastruktur, die für Gründer und Gründerinnen eben bereitgestellt wird, für den eigenen Betrieb nutzen zu können. Also es beginnt mit einer einfachen Beratung, man spricht über die Geschäftsidee, wir tauschen uns aus mit den Gründungsberatern. Dann geht es natürlich über die Förderungsberatung, welche Fördermittel kommen für uns in Frage und die Räumlichkeiten des Starterzentrums, die wir ja auch heute nutzen, in denen wir uns ja auch gerade befinden, ja, bis hin zu dem Netzwerk, das Gründernetzwerk im Saarland bereitstellt, beziehungsweise die KWT. Und da kann man natürlich auch profitieren, wenn man über Businessplan-Wettbewerb oder auch, wir haben auch am Businessplan-Wettbewerb teilgenommen, der KWT, den wir gewonnen haben. Und da bekommt man natürlich auch gerade in der Startphase sehr hilfreiche PR-Artikel, die helfen, das Unternehmen und das Produkt bekannter zu machen. Also ich rede jetzt erstmal aus unternehmerischer Sicht auf dem Campus, sprich Gründungen aus der Hochschule heraus, und da sind wir hier wirklich ein toller Standort. Hier gibt es eine ideale Infrastruktur, jetzt nicht nur von den Räumlichkeiten her, sondern auch die Anbindung an das Internet, das hier den Gründungen zur Verfügung gestellt wird. Und da habe ich auch schon mal mich in Deutschland auch ein bisschen umgeschaut. Also da haben wir hier eine exzellente Infrastruktur, aber natürlich auch das Netzwerk. Hier gibt es tatsächlich kurze Wege. Also wir wurden selbst vom Wirtschaftsministerium angesprochen, auch die Kontaktanbahnung über die KWT. Und das sind für Gründungen, aber insgesamt für Unternehmen natürlich ideale Voraussetzungen. Kurze Wege und einfach die Netzwerke, die im Saarland tatsächlich auch genutzt werden. Also heute steht OKLab nach einem Jahr Gründungsunterstützung über das Exist-Gründerstipendium in der Anschlussfinanzierungsphase. Das heißt, wir haben einen Investor gewonnen, die SWG, die uns finanziert, um unsere Idee, unsere Anwendung umzusetzen. Wir haben seit Förderung auch weitere Aufträge abgewickelt und individuelle Aufträge und stehen heute eben kurz vor der Markteinführung unserer Anwendung, und in 5 Jahren möchten wir der Anbieter sein für individuelle, freigeformte Möbel nach Maß in Deutschland. Ja, schaut euch unsere Webseite an oder auch bei Facebook sind wir vertreten. Es wird in den nächsten Monaten viel passieren. Es ist ja eine sehr spannende Zeit, also sowohl was unsere Produktentwicklung angeht, aber auch was im ganzen Umfeld passiert. Wir waren jetzt gerade auf einer Messe in Köln, konnten uns dort mit anderen Gründern und auch Unternehmern austauschen, haben wirklich gutes Feedback bekommen, was unsere Möbel angeht. Und wir würden uns freuen, euch auf unserer Seite zu begrüßen, auch insbesondere bei Facebook. Schaut euch das an, gibt uns Tipps, gibt uns Anregungen. Meldet euch auch gern bei euch, kommt uns besuchen hier im Starterzentrum. Da freuen wir uns über jeden Besuch und ja, danke für jetzt schon mal, falls ihr mit uns in Kontakt treten.